What's going on here? What happened? Mom? I miss your brother, Alex. Nimm ihr die Waffe ab. I'll find him. I had this dream. I just have a feeling he's in trouble. Don't worry about it. I'll find Joshua. Mom, your dress is... What was that? The basement. I'm gonna go look around. You just stay here. Okay, also. Wir wurden aus der Armee entlassen. Wir waren eine Weile im Krankenhaus. Und die Mutter sagt, wir waren zu lange weg. Der Vater ist auf die Suche nach Josh gegangen und ist nie wiedergekehrt. Und sonst scheint auch jeder verschwunden zu sein. Kann ich nochmal mit dir reden? Just let me be, Alex. Also die Mutter, die scheint irgendwie... Die scheint ja ganz schön durch zu sein. Alter, Mutter, ich kenne einen guten Psychiater. Weil ich mich... Okay, ich sollte mich um meinen Bruder kümmern. Und sie scheint irgendwie sauer auf mich zu sein. Sie fragt, warum ich mit ihr rede. Also irgendwie scheinen wir was mit dem Verschwinden von Alex zu tun zu haben. Oder sie macht uns einfach verantwortlich dafür, dass er weg ist. Auf jeden Fall würde ich die Mutter jetzt, glaube ich, ganz gern nehmen und hier verschwinden und sie zu einem Psychiater bringen. Und dann diese Geräusche aus dem Keller. Ich lasse da lieber die Finger weg, will mir keinen Schlag holen. Dann mal... Habe ich die Taschen dann bis an, ne? Ja. Okay, der Keller steht unter Wasser. Alter, ich bin eben schon vorher zusammengezuckt. Ah, doch nicht direkt hinspringen. Ist hier noch irgendwo so ein Vieh? Oh, oh, oh. Der alte Boiler, der ziemlich kaputt aussieht. Ja, wie so eigentlich so ziemlich alles hier. Sieht alles ganz schön verranzt aus. Dad hat auf diese Werkzeuge immer so sehr aufgepasst. Er würde sie nie rumliegen lassen. Das ist wohl der Garagentüröffner auf der Wasserpumpe. Was macht der denn hier unten? Okay. Darunter ist eine Notiz. Wenn sie Benzin braucht, fülle sie mit dem Kanister in der Garage auf. Nun, ohne Benzin wird die Wasserpumpe nicht starten. Ich sollte mal in der Garage nachsehen. Yes, Sir. Das machen wir doch. Aber das Gartentür lässt sich nicht öffnen, solange der Keller unter Wasser steht. Der Sicherungshebel... Was...
Der Sicherungshebel befindet sich irgendwo in diesem trüben Wasser. Okay, also wir müssen das Wasser abpumpen. Was aber erst geht, wenn wir den Benzinkanister aus der Garage haben. Noch irgendwas Interessantes? Eine Tür. Also eine erneute Erinnerung. Da war Alex oder waren wir wohl noch ein Kind und haben den Vater in diesem Raum ja gesucht und das hat ihm nicht ganz so gefallen. Und das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war wohl auch sehr militärisch, kann man das so sagen? Auf jeden Fall Yes, Sir, zum eigenen Vater zu sagen, das ist irgendwie... Ach hier, das sind die Koffer. Ah, okay. Scheinbar hat jemand die Koffer vom Dachboden geholt. Wollten Mom und Dad etwa verreisen? Haben wir die nicht vorhin schon mal angeklickt? Ich bin so vergesslich. Okay, also auf zur Garage. Um mal Benzin zu organisieren hier. Erstmal ein bisschen auf der Terrasse umschauen. Kann ich hier drüber springen? Nein. Was steht da eigentlich auf der Fußmatte? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ah, welcome. Der Klassiker. Es sieht aus, als wollte etwas, das Krallen hat, in die Garage. Und ganz viel Blut. Das ist nicht gut. Alter! Da war jetzt aber nur der eine drin, oder? Ein Stahlrohr. Das macht ja hoffentlich schon mal dann gleich ein bisschen mehr Schaden als das Messer. Was haben wir hier? Mischt. Ah, und das ist der Kanister. Aber mit dem Messer können wir das nicht aufbrechen. Achso, so. Dann nehmen wir mal das Stahlrohr. Damit wird das dann ja hoffentlich gehen. Benzinbehälter, der leer ist. Was haben wir hier? Okay, schnelle starke Angriffe mit X stark, mit A schnell dafür schwächer und die Angriffe können aufgeladen werden, wenn man X hält. Okay, und man kann die mit Kombos miteinander verknüpfen. Ja, komm, ist gut. Ja, was? Alter! Haha, hast du gedacht? Komm her. In your face. Alter. Alter, Alter, Alter. Was?
das ein Hund? Also wir haben den Benzinkanister, aber das bin... Alter, diese Geräusche immer. Aber das Benzin fehlt uns noch. Was? Ducken? Ach so, das war hier für das Loch, oder? Und wieder Kindergesang. Nur eine alte Zeitung. Können wir hier durch? Nein. Was haben wir hier? Eine große Spinne, die im Park neben meinem Armeespielzeug auftauchte. Steht da drunter? Wouldn't let me... Squitch? The Spider. Ah. Kann das... Ist das vielleicht... Ich verstehe es jetzt nicht wirklich, aber es könnte sowas heißen wie... Hat mich nicht die Spinne zertreten lassen. Und das erste Wort war durchgestrichen. Das könnte Josh heißen. Da Josh ja offensichtlich Spinnen und Käfer und anderes Viehzeug... mag oder ja mochte, keine Ahnung, könnte das passen. Was haben wir da noch? Wieder eine Zeichnung, aber ohne weitere Hinweise. Okay, also hier finden wir offensichtlich kein Benzin. Und ich hoffe, dass jetzt auf dem Rückweg mich nicht irgendein Vieh anpackt. Alter, meine Eigen. Okay, aber wo bekommen wir jetzt Benzin her? Ist hier irgendwo eine Tankstelle? Kann ich ranzoomen? Ja. Gibt es hier... Okay, das Police Department. Rose Heights Cemetery. Cemetery, so. Also der... Dings hier, ne? Friedhof. Und der Toluca Lake. So, ich würde sagen, ich gehe dann mal einfach die Straße ab, weil im Haus habe ich jetzt... Wüsste ich jetzt nicht, wo es da Benzin gäbe. Oh. Da geht's nicht weiter. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal hier die Straße abgehen. Mal schauen. Ob. Die Tür ist zugekettet. Und man kann das nicht aufbrechen. Was wäre da gewesen? Ah, okay, da würde man zum See runterkommen. Rechts ist der... Alter! Verzieh dich! Nein! Steh auf! Bist du tot? Da ist ein Truck. Der könnte ja grundsätzlich Benzin haben. So, und hier müssen wir jetzt zur Stadthalle kommen, wo ich vorhin ja noch nicht rein wollte, weil das war bei der Testaufnahme das Letzte, was ich mir angeschaut habe. Und ja, hier beginnt dann im Grunde die
der eigentliche Blind Run, wo ich im Grunde genauso viel kenne wie ihr auch. Ich finde es ja schön, dass auch Homecoming, der im Namen Silent Hill alle Ehre macht. Es ist wieder gruselig, es ist brutal. Es ist wieder, ja, Silent Hill einfach. Und dieses Mal noch mit einer, wie ich finde, recht interessanten Geschichte, Familiengeschichte, in die wir immer mehr einsteigen. Und ja, mal schauen, was da noch weiter rauskommt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss.